Der Islam gehört zu Deutschland und zu Fulda eine Moschee. Besonders Interessierte können bereits am Tag der Deutschen Einheit beim Tag der offenen Moschee die Gebetsräume bestaunen. Diese Moschee gehört zur Ahmadiyya-Gemeinde. Diese ist in Hessen Körperschaft des öffentlichen Rechts und Partner des Landes beim Islamunterricht an unseren Schulen. Der Ahmadiyya-Werbespruch lautet: Liebe für alle, Hass für keinen. Statt unreflektierter Glorifizierung täte eine kritische Auseinandersetzung mit der Ahmadiyya-Ideologie gut. Ich bin gesandt worden, um das Kreuz Christentum zu brechen, das Schwein Judentum zu vernichten, so der Begründer und Prophet der Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad. Die Ahmadiyya ist eine islamische Sekte, die eine politische Agenda durchsetzt. Sie teilt die Welt in Gläubige und Ungläubige, trägt den politischen Islam weiter, sieht im Islam die einzig wahre Religion und nimmt den Koran als Allahs Gesetz wortwörtlich. Das sagt die vielfach ausgezeichnete Soziologin Dr. Nikla Kilic am 23. August 2017. Die Verschleierung der Frau, das Kopftuch, wird als göttliches Gesetz bezeichnet. Frauen können gezüchtigt werden, wie es auch im Koran steht. Das sagte Friedmann Eisler, Theologe von der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der EKD, am 7. Dezember 2014. Der Koran sagt den Muselmannen: Eure Frauen sind euch ein Acker. Geht zu eurem Acker, wann immer ihr wollt. Sure 2, Vers 223. Was meinen Sie? Gehört eine Moschee zu Fulda? Kommentieren für Ja, teilen für Nein.